So, der nächste Teil von Smash Bros. Fighter Tierlist mit Skylet. Und jetzt kommen wir zu Mega Man. Mega Man ist eher schlechter, würde ich sagen. Also er ist Mittelfeld, aber eher in Richtung schlechter. Also er hat halt gute Projectiles auf jeden Fall. Also Side B, Neutral B. Er kann generell gut outcampen. Er hat eine relativ okay Rettung, also vom Hochkommen, aber auch das Problem wieder, er kann einfach geedgeguardet werden. Und generell fehlt ihm auch so ein bisschen, also nicht unbedingt Speed, aber er ist auch nicht super schnell. Also er ist noch relativ gut, also er ist halt relativ Mitteltier, aber ja, ich würde ihn auf jeden Fall so schlechteres C-Tier packen. Ich finde die Laubattacke bei dem richtig gut, aber seine Geschosse, die sind relativ schwach. Ja, das stimmt, vor allem Lemon. Die ziehen nicht viel Also ab. So, ich genau, Lemon denke ist ein schlechteres mal. C-Tier. Ja, also, ja. So ungefähr. Meta Knight. Meta Knight ist halt, ja, hat eine extrem gute Combo. Wurde ich mit einem Dash Attack bei etwa, geschätzt, naja, 20, 10, zwischen 10 und 20% einmal hittet. Und dann macht er halt Dash Attack, Up Air. Und dann, wenn du oben bist, macht er halt Up B. Dadurch stirbst du zwar schnell, aber er hat halt wieder das Problem. Er ist jetzt halt, er hat bis auf diese Combo hat er halt eigentlich nichts. Dazu hat er halt, also das ist halt das Einzige, was er macht. Also er rennt die ganze Zeit nur rum, macht Dash Attack und versucht ja die ganze Zeit seine Combo zu machen. Generell ist sind seine Specials relativ in Ordnung. Aber das Problem ist vor allem bei schlechteren Spielern ist es halt, dass die es halt auf Stage mal beispielsweise machen und du bist dann halt Special voll, das heißt, du kannst da nichts mehr machen. Und ja, er ist jetzt nicht wirklich so der Beste, deswegen entweder würde ich ihn auf schlechtes C oder gutes D packen, also ja, genau. Ja, ich würde ihn sogar, würde ihn auf C packen, ja. Genau. Ich glaube, schlechteres C würde ich sogar sagen. Ja, hinter Mega Man auf jeden Fall. So, Mewtwo. Ja, Mewtwo ist grundsätzlich erstmal nicht schlecht. Also, er ist auch wieder so im Mittelfeld tatsächlich. Er hat Shadow Ball, also Neutral B. Hat relativ gute Range. Dazu hat er halt noch mit seiner Back-Air beispielsweise hat auch gute Range. Oder auch beispielsweise Down-Tilt into Fair. Das ist auch relativ gut. Und genau. Er ist halt. Aber das Problem beispielsweise ist halt, sein Schwanz ist halt eine Hitbox und dadurch, ja, ist Kann man ihn halt, leichter treffen. genau, und er ist auch generell, du kannst ihn stark kombon, weil er halt so eine große Hitbox hat. Ja, ich würde ihn auch tatsächlich auf B packen, aber schlechteres B, würde ich sagen. Bei Diddy Kong so, ja. Ja, ungefähr. Und schlechter als Diddy Kong, aber immer noch. Okay. Game and Watch. Ja, Game Watch. Absolut guter Charakter. Er hat eine extrem schnelle Abwehr auf Shield. Er hat extrem gute Juggling Options. Er hat Abwehr, er hat Back Air, er hat Nair, was eine extrem gute Range hat. Er hat Down, na gut, Down ist jetzt zugegebenermaßen jetzt nicht wirklich so gut. Aber generell auch mit Down Smash beispielsweise oder mit F Smash sind sehr schnelle Smash Attacks, genauso wie Up Smash auch. Also ziemlich sehr, sehr guter Charakter. Ich würde jetzt sagen, entweder sehr hohes A-Tier oder schlechteres S-Tier auch. Also ich würde ihn aber, glaube ich, auf S packen noch. Jo. Also Ich habe den ja auch zuletzt mal gezockt und ich war begeistert, wie viel der drauf hat. Also da habe ich auch erst mal gedacht, ich habe eigentlich geglaubt, der kann nicht so viel, aber der ist schon ziemlich stark. ja, das stimmt. Der ist schon ziemlich gut. So Ness. Ness ist so eine Sache. Also, offline ist er halt nicht so gut. Aber wenn du zum Beispiel jetzt online spielst,
Ja, ist halt extrem gut, weil er halt, naja, er kann halt den Deck irgendwie gut ausnutzen. Aber ja, er hat halt relativ okay Kombos, würde ich sagen. Er kann mich halt mit Backflow bei 120% killen, beispielsweise an der Ledge. Generell, er hat relativ gutes Airgame. Sein Edge Guarding ist auch relativ okay, würde ich sagen. Also, er hat eine schnelle Nair, würde ich sagen. Dazu hat er noch Psi-Meganet, also dass er wieder seinen Moves Projectiles absorbieren kann und dadurch geheilt wird. Relativ starke Smash-Attacks und All About, würde ich sagen, B-Tier. Bei wem ungefähr eingeordnet? Ich würde ihn so in die Mitte packen, etwa. Also. Hinter Captain Falcon so. Ja, ein bisschen höher als Falcon tatsächlich. Ja, okay. Olimar. Gibt es da nicht auch den anderen Typen? Wie heißt denn der? Alf, genau. Genau, das sind nur Skin, also. Das sind im Prinzip die Ränge auch der. Genau. Ziemlich gut tatsächlich. Also ich würde ihn sagen, er ist ungefähr auf A-Tier. Er hat halt verschiedene, also nicht wirklich Movesets, aber halt zum Beispiel, er hat den blauen Pikmin, er hat den roten Pikmin, er hat den lilanen Pikmin. Dadurch hat er halt verschiedene Options, womit er dich halt treffen kann, killen kann, Kombos machen kann und all das. Also es ist ein ziemlich guter Charakter, deswegen würde ich ihn auf jeden Fall bei A-Tier reinsetzen. Beim Inkling ungefähr, oder? Ja, höher würde ich schon sagen. Vielleicht so ungefähr bei Inkling. Etwa auf dem Level, ja. So, Pac-Man, der finde ich, ja, der ist nicht so gut, finde ich. Pac-Man ist ganz okay, würde ich sagen. Also, er ist relativ gut. Ich würde es, also, er hat halt viele Projectiles vor allem. Aber er hat halt auch aber seine Recovery beispielsweise ist jetzt nicht unbedingt mit seiner API die beste. Aber er hat es auch bei Side B, womit er auch nochmal sehr weit hochkommt. Und dadurch kannst du halt ja auch schwer in ihn rankommen, weil er hat halt beispielsweise mit Dash Attack hat er halt fast kein Endlag mehr. Und dadurch würde ich Pac-Man, auch weil er halt, wie gesagt, auch sehr gute Projectiles hat, auch noch auf A-Tier. Tatsächlich. Bei Quatjutsu ungefähr, oder? Niedriger als Quatuzu, aber. Niedriger als Link auch? Ja, aber nicht viel weiter unten. Also. Ja. Höher als Ken auf jeden Fall. So bei Palutena würde ich es sagen, oder? Palutena hat Side B, sie hat Neutral B und sie hat generell der beste Move von ihr ist natürlich Neutral Air, also näher. Sie kann damit so gut kommen, sie kann dich damit killen. Sie kann sich beispielsweise auch mit Dash Attack hat sie so ein Shield, dass sie halt da invincible ist. Das gleiche mit Back Air, Up Air, genau. Jetzt. Palutena hat also ich finde jetzt Palutena kann man nicht wirklich was aussetzen. Also, ich würde sie auf jeden Fall auf S-Tier packen. Das ist auf jeden Fall klar. Ja, bei Lucina ungefähr, oder? Höher. Höher würde ich auch sagen. Höher als Daisy würde ich sie eigentlich sogar packen, aber. Nicht höher als Daisy, würde ich sagen. Also, Okay. ja. Peach ist die eigentlich genauso gut wie Daisy? Peach ist ja quasi gleich Charakter wie Daisy, also kannst du auch ein S-Tier packen. Muss man jetzt nicht viel drüber reden, weil das ist halt ein Echo-Fighter. Genau. Ja. Pichu. Gut, Pichu ist sehr gut. Es ist nicht ganz S-Tier, aber es ist gutes, relativ hohes A-Tier, würde ich sagen. Also, Pichu ist halt relativ ähnlich zu Pikachu beispielsweise, also bis teilweise zumindest. Zum Beispiel Down B oder Forward Air. Generell sehr schnell, du wirst sehr schnell gecombot. Extrem gute Recovery, du hast mit Neutral Beam Projectile, kannst damit campen. Und dadurch, dass es beispielsweise auch in, ich glaube, 12.0, glaube ich, war der Patch, wurde auch, nee, oder
Ja, doch, 12.0 müsste es gewesen sein. Wurde auch nochmal der Schaden, den er sich selber macht, halt auch nochmal verringert. Also auf jeden Fall ganz weit oben auf A-Tier. Vor Olimar und Schulk, oder? Okay. Dann Pikachu. Ich weiß nicht, ob du das kennst mit dem Mandela-Effekt. Ich denke immer, der hat so eine schwarze Spannspitze. Echt jetzt? Also ich kenne, ich habe davon gehört, aber. Aber Pichu hat eine schwarze Schwanzspitze. Das ist die Sache. Das Ja, das stimmt. Das ist bei Pichu. ist komisch, dass es bei Pikachu nicht der Fall ist. Ja, keine Ahnung. Also, aber Jo. Fun Fact, weibliche Pikachus haben ein Herz als Schwanzspitze. Ah, okay. Ist das bei Smash auch zu. Bei Smash kann man auch weibliche Pikachu spielen, oder? Genau, ja. Okay. Genau. Also, Pikachu an sich kann ich glaube ich nicht viel sagen. Ist mit Abstand der beste Charakter im gesamten Spiel. Er hat Oha. extrem gute Kombos. Er kann Down-Throw näher machen. Du bist, wenn du ein größerer Charakter bist, bist du bei 60 bis 70% danach. Er hat Down-B-Spikes. Er hat generell Down-Air mit einer extrem großen Hitbox. Er hat Fair Chains, er hat Fair Dragdown, er hat Nair Dragdown, er hat Up Smash, er hat Down Smash, er hat eine gute Recovery, ist eigentlich mit, das ist der beste Charakter im gesamten Spiel, der kann direkt auf S kommen. Oha. Okay, ich kann mit dem nicht so viel anfangen, aber gut. Muss man halt, glaube ich, auch erstmal trainieren, so richtig. Genau. Ja, Piranha-Pflanze kommt bei dir auch, ne? Wie? Piranha-Pflanze. Ja, genau. Das DLC-Charakter auf jeden Fall. Beziehungsweise, es ist DLC, aber man konnte es mal gratis bekommen, indem du das Spiel einfach, ich glaube, bis Februar 2019 gekauft hast, hast du einfach einen Code bekommen und dann hast du ihn bekommen. Aber ja, ist mittlerweile DLC. Genau. Also Piranha-Pflanze an sich ist eher schlecht tatsächlich. Also Piranha-Pflanze hat gute Moves, zum Beispiel Nutri-B. Also Pichu ist sehr, sehr guter Move. Kannst du sehr schön zum Edge Garden benutzen und ja, generell. Aber dieses Piranha-Pflanze ist halt auch zum Beispiel relativ einfach zu Edge Garden. Der hat eine langsamere, also eine relativ langsamere Recovery. Und ja, generell ist es halt auch für Piranha-Pflanze ein bisschen schwierig, teilweise auf dem Boden zu kommen gegen zum Beispiel jetzt Lucina, weil Piranha-Pflanze halt auch deutlich weniger Range hat als zum Beispiel letzte Lucina. Deswegen, ich würde sie auf D-Tier packen. So bei Kirby, glaube ich, oder? Ja, ungefähr. Pack's mal höher als Kirby. So, dann der Pete, glaube ich, ist das. Genau, Pit, kannst du eigentlich genau dahin setzen, wo auch Dark Pit ist, also. Ja, Warte, wo war genau. Dark Pit nochmal? Da. Ich glaube, das war C, ne? Bei B. Stimmt, genau. So. Pokémon. Pokémon Trainer, ja. Pokémon-Trainer, absolut starker Charakter. Er hat halt sozusagen drei verschiedene Movesets mit Squirtle, mit Ivysaur, mit Glurak, mit Charizard. Ja, du kannst nicht viel sagen. Du kannst Squirtle benutzen, du kannst, um Schaden zu machen, um dann zum Beispiel zu killen, kannst du Glurak oder auch dieser Knosp benutzen. Mit Abwehr zum Beispiel oder mit auch Down Air. Also dieser Knosp vor allem hat halt wie gesagt mit Abwehr und Down Air extrem große Reichweite und Range. Und ja, es sind halt drei verschiedene Movesets. Du kannst nicht viel gegen ihn machen, auf jeden Fall für S-Tier. Vor Daisy auch. Eins hinter Daisy machen. Daisy und Peach. Okay. Also vor Palutena auf jeden Fall. So, jetzt kommen wieder Charakter, die ich nicht kenne, so wirklich. Das ist wahrscheinlich Riddler, also Richter. Ja, mit diesem Lasso da, ja. Oder Simon? Nee, okay, alles gut. Ja. Ja, Riddler ist halt so eine Sache. Er hat halt sehr, sehr, sehr gute Projectiles. Vor allem gegen Heavies ist er extrem, extrem gut. Er ist halt, er kann halt sehr viel spammen auch. Also, ja, also das ist an sich extrem gut.
Aber was halt vor allem der Nachteil ist, der kann sich fast überhaupt nicht gut retten. Er hat kaum, also wenn du einmal zu ihm hinkommst sozusagen oder wenn du auch generell einen Reflektor hast, dann bist du halt komplett am Arsch. Also ich würde ihn auf entweder gutes D packen oder schlechtes C, aber ich glaube eher sogar noch gutes D tatsächlich. Also hinter Meta Knight auf jeden Fall noch. Nie vor Meta Knight, aber. Ja, da muss Meta Knight doch wieder runter auf D. So, Moment. Also vor Ice Climbers. So, Moment. Zuck. Dann dieser Drache. Ich weiß, mit Whitley, genau. Der von. Genau, von. Wie heißt denn das? Metroid, genau. Metroid. Ridley, schwierig. Er hat solide Kombos, würde ich sagen, mit Forward Air beispielsweise ist solide, soweit ich mache, soweit ich weiß, ungefähr 27% Schaden. Und ja, er hat eine relativ gute Recovery. Dazu hat er halt noch mit Nair relativ große Hitbox. Er hat mit Up Smash beispielsweise, er kann die gesamte Plattform covern mit, also damit. Und damit, genau, hat er halt generell auch, kann er halt relativ weit nach unten gehen, weil er auch noch sehr gute Rettung hat. Aber dann gibt es halt, aber er ist halt auch ein sehr großer Charakter, dementsprechend wird er halt auch hart gecombot. Dazu überlebt er nicht ultra lang. Und ja, also er ist nicht schlecht, aber ich würde ihn eher Richtung D packen. Also bei Richter ungefähr oder weiter runter. Bisschen weiter runter als Richter. Aber Bei noch Meta nicht. Knight so, bei Meta Knight. Ja, höher als Meta Knight noch. Also ja, zwischen Richter und Meta Knight. Also schlechter. Gut. Einen können wir für das Video noch machen, und zwar, wer ist das nochmal? Robin. Robin. Das ist Robin. Robin ist halt, naja, ist halt so ein mehr oder weniger klassischer Protector-Charakter. Der hat halt, ja, er hat halt eigentlich fast nur Projectiles. Dafür kann er beispielsweise, da hat er zum Beispiel Down Smash, was relativ gut ist. Aber es kommt halt auch darauf an, welches Sword du hast. Also wenn du zum Beispiel Lemon Sword hast, ist halt extrem gut. Aber wenn du halt das andere hast, dann ist er absolute Grütze und ja, er ist jetzt nicht so der Beste. Und ich würde ihn aber auf jeden Fall noch auf B-Tier packen. Doch noch auf B. Also, ja, auf B würde ich ihn noch packen. Bei Captain Falcon würde ich mal so sagen, ne? Ein bisschen niedriger, aber auf jeden Fall noch ein bisschen schlechteres B-Tier. Also bei Pit, Dark Pit und so weiter. Genau, da in etwa. Vielleicht noch höher, ja. Nee, so passt eigentlich, würde ich sagen. Also, ja. Ja, alles klar dann. Noch ein Video gleich.